Wir haben so lange auf unser 89 Plus Pack gegrindet. Was dabei rauskommt, das und vieles mehr seht ihr nach meinem Intro. Also, let's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. So, heute haben wir nämlich eine spezielle Folge, nämlich haben wir unser 89 mittlere Icon Plus Pack. Und ja, das ist relativ geil, doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich euch erstmal ganz kurz zeigen, was für Möglichkeiten haben wir eigentlich, diese Karte zu ziehen. Dafür gehen wir ganz kurz mal rüber auf die Computer. So, wir haben das jetzt hier offen und wir sehen hier alle möglichen Spieler, die wir ziehen können. Wir sehen hier, welche Reihe würde ich bevorzugen, welche nicht. Wir sagen es mal so, die unterste Reihe kann man eigentlich komplett wegwerfen. Das sind so die komplett unspielbaren Spieler. Also das ist die Note 6. Das könnte sogar nach Noten sortiert sein. Dann gehen wir, also das ist die Reihe 6, die halt absolut unspielbar sind und komplett, ich einen kompletten Verlust machen will. Was heißt Verlust? Das heißt, es sind Spieler, die sind 150, 200.000 Münzen wert. So. Dann die 3 drüber, das sind halt einfach 5er, so Puyol, 90er, okay, kann man vielleicht spielen, aber ist halt auch absolut nicht das Gelbe vom Ei. Das ist eigentlich absolut auch ein Hassspieler, den ich nicht ziehen will. Dann die Reihe drüber, das wären so Spieler, okay, da wären ein, zwei Spieler dabei, die man eventuell vielleicht irgendwo spielen könnte. Wie ein Panda sein Tor wäre okay. Ein. Ich weiß nicht, hier nur Panda sah von der Reihe. Cannavaro, da ist die Mitte und die. Da ist die Baby und die Prime einfach viel besser. Dann sehen wir noch Gerard. Die Reihe hier ist relativ okay. Hier sind zwei, drei gute Spiele dabei. Also Figo, Ori wären okay. Carlos Alberto wäre okay. Beckham wäre okay. Und dann halt die obersten zwei Reihen. Da könnte ich eigentlich fast jeden Spieler unterschreiben. Also von der Reihe könnte man jeden Spieler unterschreiben, ohne zu zögern, glaube ich. Und von der Reihe den hier auch, eigentlich auch jeden Spieler unterschreiben. Das heißt, wir haben eigentlich 3 von 6 Reihen sind gut und 3 Reihen müssen wir vermeiden. Das heißt, wir haben eigentlich also 2/6, also 1/3 Wahrscheinlichkeit auf richtig gute Sachen und 2/3 Wahrscheinlichkeit auf nicht so gute Sachen. Das heißt, da sind wir gespannt. Wir möchten jetzt aber nicht lange um den heißen Brei rumreden. Wir gehen jetzt ganz gut auf die PlayStation rüber. Und da sind wir hier. Jetzt sind wir auf der PlayStation drüben und ich möchte euch mal ganz kurz meine Mannschaft zeigen. Ich habe in der Week, ach, das ist nicht meine Mannschaft, sorry, mit denen habe ich die eigenen Swaps gemacht. Also meine Mannschaft haben wir hier und es ist ein so geiles Team. Es macht so viel Spaß zu zocken. Wir zocken in-game halt 4-2-3-1 mit Lahm und Vieira auf der 6. Links ZOM Neymar, rechts ZOM Mbappé, 10er Felix, Stürmer Ronaldo, geisteskrank. Wir haben leider Elite verpasst um 2 Siege, das heißt, wir haben 21-9 geholt. Richtig geil. Robben habe ich auch gemacht, richtig geiler Spieler. Wir sind hier meine Statistiken mit ihm. Ist, glaube ich, okay. Ja, 8 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Relativ geiler Spieler. Heute Abend ist ein Münchner Cup, nämlich ist es der, ich habe vergessen, wie heißt der, AF Cup oder so, TF Cup. Ich glaube, AF Cup hieß der, das ist einfach so ein internes Münchner Turnier mit so 25 Teilnehmern, ist so ein kleineres Turnier. Macht aber auf jeden Fall Spaß. Das heißt, heute Abend ab 20 Uhr streame ich. Ich habe gestern es in die K.O.-Phase geschafft. Heute streame ich dann die K.O.-Phase. Was relativ geil ist. Und ja. Wollen wir noch lange um den heißen Brei rumreden? Ah, wir sind hier. Teilweise habe ich einige Marigas damals schon. Die Mariga ist bis jetzt gekommen. Diese, ich hatte Mariga Champions League Karten auch viele, die gingen teilweise für 7.000 bis 8.000 Münzen weg, da GG, wenn ihr da gerade investiert habt. Und dann hatte ich noch die normalen Marigas, die gingen davor schon teilweise für 3.000 weg. Jetzt gehen sie halt für so 2k direkt weg. Und ich habe mir keine Lust gehabt, den Eck zu machen. Ich nehme einfach 2k mit. Ich habe 650 Münzen bezahlt. Man hätte, ich habe euch ja ein paar Mal im Video schon erwähnt, als ihr sie für 3,5 verkaufen konntet. Ich war im Zeitdruck, ich habe es nicht geschafft. Und ja, ich habe auf ein Icon Roulette nicht so Bock, weil ich will einfach den Spieler jetzt ziehen und ich, wir machen jetzt auf. Ich habe einfach keinen Bock, um den heißen Brei zu reden. Ich weiß nicht, was es wird. An der Flagge werde ich schon erkennen, ob es gut ist oder nicht. Und ich bin so gehypt, ich könnte alles auf dem Account gebrauchen. Italien, Innenverteidiger, bitte Maldini. Nesta. Ich dachte gerade Maldini. Nein, ich glaube, das war, ich schaue es mir mal auf der Liste an, wo war Nesta?
Nesta war einfach. Ich finde ihn jetzt nicht. Ich glaube, er war eher bei den Flop-Karten dabei. Das heißt, was wäre er wert? Nesta ist wert. Ja, das ist eine Flop-Karte. Das ist bitter. 71 Tempo sagt eigentlich schon alles aus. Es hätte einfach Maldini werden können und wir hätten mit Maldini alles zersägt. Wir hätten einfach Blanc und Maldini. So haben wir jetzt. Boah, ich war mir gerade, bis ich sein Gesicht gesehen habe, nicht sicher, ob es wirklich Nesta ist oder Maldini. Und Nesta fuckt mich gerade richtig ab, das sage ich euch ehrlich. Boah. Das tut so weh. Ich schwör's euch. Hier Alessandrini jetzt. Mein Nesta ist halt einfach kein Push zu Varane. Also ich glaube einfach, dass ein Nesta viel, dass ein Varane viel besser ist als ein Nesta. Und das enttäuscht mich jetzt ehrlich gesagt, weil ich halt einfach gehofft habe, dass es ein Varane ist, ein Maldini ist. Und als ich Italien schon gesehen habe, dachte ich Scheiße, aber Maldini kann es halt werden. Und Maldini mit einer Flatter 92 als Innenverteidiger. Das ist eine Macht, der hätte Varane definitiv abgelöst. Jetzt habe ich Nesta und das fuckt mich auch ab langsam. So Leute, falls euch das Video gefallen hat, ich bin gerade richtig sauer. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr würdet mich damit supporten und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.